Moin moin und allerherzlich willkommen zum fünften Teil der vierten Lesung des Werkes Priestervergötzung und Volksgemeinschaft aus romkirchlichen Archiven von Andreas Thiel aus dem Druck von 1937. Also im ersten Drittel, gerade das erste Drittel vorbei des 20. Jahrhunderts. Und trotzdem ist dieses Werk so aktuell, wie man es sich kaum vorstellen kann. Das haben wir in der letzten Sendung gemerkt, weil wir zurückgegangen sind und festgestellt haben, dass die Kirche durch die Jahrhunderte immer wieder dasselbe gesagt hat. Angefangen jetzt, ich gehe jetzt nicht noch weiter zurück, aber mal angefangen bei Antichrist Gregor dem VII. Hildebrand in 1075 mit seinem Diktatus Papae, über Boniface den VIII. 1302 mit Unam Sanctam und dann das Konzil von Trient 1545, die Bestätigung dieses Konzils 1870 mit der erweiterten Unfehlbarkeit des Papstes und eine Erneuerung des Konzils von Trient eben auch 1963 mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, weil vom Vatikanischen Konzil wurde nichts abgeschafft und wie wir gelesen hatten, müssen die Päpste heute immer noch ihre Treue an die Beschlüsse des Konzils von Trient schwören. Ja? Und das gilt sowohl für den zwischen Anführungszeichen jesuitischen Papst Franziskus, der im Augenblick an der Macht ist, im Augenblick dieser Lesung, am 5. Mai 2023, als für alle Vorhergehenden, als für alle Nachkommenden. Warum? Weil das Konzil von Trient im Grunde manifestiert, dass die römisch-katholische Kirche alles andere als christlich ist, alles andere als die Kirche Jesu Christi ist und alles andere als biblisch ist. Und mit dieser kurzen Einleitung gehen wir in den Rest des zweiten Kapitels jetzt rein, wo wir zur letzten Sendung, wie ihr euch erinnern könnt, noch gelesen hatten, dass hier einige kasuistische und sophistische Redespiele gemacht wurden, und wie dann die verschiedenen Päpste, Pius der IX., Leo der XIII., die Nachfolger Pius der X., Benedikt der XV., immer wieder Deutschland im Grunde angegriffen hatten. Und interessant finde ich hierbei im Grunde die Reaktion Deutschlands, zumindest im 19. Jahrhundert. Und da lesen wir jetzt nochmal ein klein wenig drüber nach auf der Seite, die wir jetzt im Augenblick lesen, das ist hier im Buch Seite 30, im PDF Seite 32. Da heißt es, die Freude über den Fall des Ketzerlandes, das dem Papsttum schon so oft Widerstand geleistet hatte, war größer als die väterliche Hirtensorge um die Not der rund 21 Millionen Katholiken in Deutschland, die doch nicht alle Zentrumsgrößen waren. Also diesen Satz mal kurz erklären. Die Freude über den Fall des Ketzerlandes, das ist dann natürlich nach dem Ersten Weltkrieg, ja, Deutschland wurde ja besiegt, das dem Papsttum schon so oft Widerstand geleistet hatte, da gehen wir zurück auf die Sachsen hauptsächlich, das ist ein ganz interessantes geschichtliches Thema, das zurückgeht auf die Zeit noch von vor Karl dem Großen. Und Karl der Große, nachdem der Karlspreis in Aachen benannt ist, ist ja auch bekannt als der Sachsenschlechter. Und die Sachsen wurden wieder bekriegt von zum Beispiel Hildebrand, also Papst Gregor dem VII., der ja eine ganz wichtige Rolle spielt, die ihr in der Zukunft durch zukünftige Studien und Lesungen noch besser verstehen werdet. Und Deutschland war immer großteils antirömisch. Das heißt natürlich nicht, dass jeder Deutsche antirömisch war, aber es gab ja viele Deutsche in der Hierarchie, die Rom gedient haben. Das gab es damals, das gibt es heute. Ne? Aber der Autor spricht halt hier über die Freude des Falls des Ketzerlandes, nach dem Motto, im Ersten Weltkrieg haben wir sie endlich am Boden, ja? War größer als die väterliche Hirtensorge um die Not der rund 21 Millionen Katholiken in Deutschland, die doch nicht alle Zentrumsgrößen waren. Also mit anderen Worten, selbst wenn hier in diesem Fall, wie jetzt genannt, 21 Millionen Katholiken in Deutschland leiden unter den Maßnahmen, die gegen Deutschland genommen werden, hauptsächlich nach dem Ersten Weltkrieg, das betrifft ja alle, da sagt die römisch-katholische Kirche so nach dem Motto, kill them all, let God sort it out.
Das ist so das Motto der römisch-katholischen Kirche. Tötet sie alle und lasst Gott das besorgen, zu sagen, wer jetzt getötet wurde und halt aber doch rechtschaffen war und von daher das Himmelreich verdient hat und wer nicht. Nach der Lehre der katholischen Kirche. Ne? Jetzt reden wir nicht von der Bibellehre. Ne? Also so muss man diesen Satz im Grunde verstehen. So, wenn wir uns den Absatz jetzt nochmal gut anschauen und weiterlesen in dem Absatz natürlich, weil es ist ja die Absicht, dass wir weiterlesen darin, steht hier also, die Freude über den Fall des Ketzerlandes, das dem Papsttum schon so oft Widerstand geleistet hatte, war größer als die väterliche Hirtensorge um die Not der rund 21 Millionen Katholiken in Deutschland, die doch nicht alle Zentrumsgrößen waren. Also die Zentrumsgrößen sind ja diejenigen, die in der damals im 19. Jahrhundert gegründeten katholischen Partei drin waren. Das waren sicher gute Katholiken und der Rest, naja, die 21 Millionen, da kümmern wir uns nicht sehr drum. Wir dürfen nicht vergessen, das geht hier immer noch um Dinge, die Papst Benedikt der 15. sagte, also bis 1922 ja sein Pontifikat hatte, also von 1914 bis 22, vom Ausbruch des Ersten Weltkrieges ungefähr an bis nach dem Ende des Ersten Weltkrieges. Und dieser sagt jetzt, Zitat, es ist Luther, der den Krieg verloren hat, sagt er triumphierend dem jüdischen Vielschreiber Emil Ludwig, der stets schamvoll den ererbten väterlichen Namen Cohn verschwieg. Weil Emil Cohn weist er ja darauf, dass er Jude ist. Emil Ludwig klingt ja nicht so jüdisch, ne? Und der verschweigt dir seinen Namen. Das ist also ein Jude im Dienste der römisch-katholischen Kirche. Wie so viele. Und wer das verstehen will, der sollte sich mal von mir die Sendung leider in Englisch nur anschauen. Habe ich vor knapp 7 Jahren gemacht. Hour of the Truth, it is simply amazing. Wenn man das gesehen hat, dann versteht man sehr wohl, welche Rolle die Juden auch für die römischen Katholiken hier spielen. Aber da will ich jetzt nicht drauf ein. Auf Papst Benedikt den 15. folgte dann, sagt der Autor weiterhin, der jetzige Papst, also zur Zeit des Schreibens dieses Buches, ne, weil der hat ja der jetzige Papst, der Papst Benedikt den 15. gefolgt hat, Pius der 11., hat ja regiert bis 1908 oder 39, mein 39. Und dann kam Pius der 12., Hitlers Papst, ne, der dann bis 1958 regierte. Also, auf Papst Benedikt den 15. folgt der jetzige Antichrist Papst Pius der 11. Auch er folgte den Spuren seiner Vorgänger und gibt kein i-Tüpfelchen der päpstlichen Ansprüche auf. Eigentlich sollte eine solche Unsumme von Würde von den Würdenträgern etwas bescheiden machen, wenn er daran denkt, noch nicht ganz Gott zu sein. Noch nicht ganz Gott zu sein. Wie heißt es im 2. Thessaloniker, der sich auf Gottes Platz setzt und meint, Gott zu sein? Ne? Also, er meint noch nicht ganz Gott zu sein. Von solcher Bescheidenheit merkt man aber nichts, wenn man die Rede hört, die er aus Anlass der Einweihung des vatikanischen Senders 1931 hielt. Und jetzt folgt gleich ein Zitat, das sehr interessant ist. Der vatikanische Sender 1931, da geht es also darum, dass man eben damals eine Rundfunkstation, eine Radiostation hatte, Radio Vatikan, mit der man gesorgt hat, dass die Stimme des Papstes, dass die Stimme der römisch-katholischen Kirche um die ganze Welt geht, mit diesem neuen Medium Radio. Das war ja, kam ja erst in den Ende der 20er Jahre, kam das ja erst auf. Gab es ja vorher nicht. Und deswegen macht er sich das jetzt zu, hält er sich das jetzt hier zugute und hält eine Rede, die man also mehr oder weniger auf der ganzen Welt hören kann, wenn man ein Empfangsgerät hat, genau wie damals mit dem Fernseher. Hatten ja auch nicht damals alle Fernseher, als die ersten Ausstrahlungen waren, aber diejenigen, die es sahen, gehören zu den ersten damit bei. Und bei Radio ist es genau das Gleiche. Hier 1931, was sagt der Papst? An die gesamte Schöpfung. Durch Gottes unerforschlichen Ratschluss sind wir der Nachfolger des Fürsten der Apostel, nämlich des Fürsten jener Männer, deren Lehr- und Predigtauftrag nach Gottes Befehl sich auf alle Völker und die gesamte Schöpfung erstreckt. Wir sind an dieser Stelle auch der Erste, dem es vergönnt ist, von der wunderbaren Erfindung Marconis Gebrauch zu machen. So wenden wir uns zuerst an das ganze All und an alle, indem wir mit der Heiligen Schrift sprechen. Zitat:
Höret, ihr Himmel, was ich sage. Es höre die Erde die Worte meines Mundes. Ende Zitat. Höret das, alle Völker. Vernehmet das mit eurem Ohr. Alle, die ihr den Erdkreis bewohnet, reich und arm, alle zumal. Höret, ihr Inseln, und merket auf, ihr Völker in der Ferne. Ende Zitat. Das sagt der Papst ja. Und einige von meinen Zuschauern haben gerade eben bei der Nennung eines bestimmten Namens die Ohren gespitzt. Was hat Jörg da gerade vorgelesen? Wir sind an der Stelle auch der Erste, dem es gegönnt ist oder vergönnt ist, von der wunderbaren Erfindung Marconis Gebrauch zu machen. Wer ist denn Marconi? Erinnert ihr euch an die Lesung über die geheimen Terroristen, Kapitel 5, das Versenken der Titanic, wo Michael uns in Bildern sogar die einzigen bestehenden Bilder des Marconi-Raums gezeigt hatte auf der Titanic? Der Funkraum? Denn mit diesem Funkraum fing ja im Grunde auch Radio an. Also zur Zeit Marconis, zur Zeit der Titanic gab es noch kein Radio, aber da gab es ja den Funk bereits und da gab es Morsezeichen und solche Dinge. Und das wurde dann weiter ausgebaut und auf Basis der Erfindung von Marconi hat man dann eben später das Radio gehabt. Deswegen diese Aussage von dem Papst. Wir sind an dieser Stelle auch der Erste, dem es vergönnt ist, von der wunderbaren Erfindung Marconis Gebrauch zu machen. So, und wenn man das jetzt nochmal etwas anders versteht, dann versteht man sehr gut, warum in Miranda Prorsus und der Mirifica die römisch-katholische Kirche meint, dass sie sowieso die das Geburtsrecht hätte, alle Medien zu besitzen. Wie wir uns daran erinnern, von Inter Mirifica, da steht es im ersten Absatz, also im ersten Kapitel, im ersten Paragraphen, denke ich, steht mit drin. Könnt ihr ja selbst nachschauen. Ne? Und wir sind an dieser Stelle auch der Erste, dem es vergönnt ist, dieser wunderbaren Marconis Gebrauch zu machen. Also wenn ich der Erste bin, der davon Gebrauch macht, dann kann ich auch sagen, von es ist meins. Und darauf geht unter anderem natürlich auch diese Vormachtstellung der römisch-katholischen Kirche in den Medien hervor. Nun versteht man auch, sagt der Autor, warum der Papst der Vorsitzende der Propaganda Fidei ist, das heißt einer Gesellschaft von hohen und höchst geistlichen Würdenträgern, welche die Ausbreitung des katholischen Glaubens zum Hauptziel hat. Wenn aber dieser Ausbreitung, die heute nicht mehr mit Scheiterhaufen und Schwert möglich ist, sich irgendwo und an Schwierigkeiten entgegenstellen, ist der Papst bestürzt und verfolgt in seinem väterlichen Herzen mit brennender Sorge, wie ein Enzyklikal des Papstes heißt. Die Ereignisse, wie in seiner neuesten Enzyklika über die Lage der katholischen Kirche in Deutschland vom 14. März 1937, in der er zum reinen Gottesglauben aufruft. Interessanter Satz, ne? Wenn aber diese Ausbreitung, die heute nicht nur mit Scheiterhaufen und Schwert möglich ist, sich irgendwo und irgendwann Schwierigkeiten entgegenstellen, dann ist der Papst bestürzt und verfolgt in seinem väterlichen Herzen mit brennender Sorge die Ereignisse. Ja. Man kann sich einiges bedenken bei dem, was ich gerade vorgelesen habe. Wie gesagt, mit brennender Sorge ist die Enzyklika vom 14. März 1937. Gottgläubig, so heißt es. Gottgläubig ist nicht, wer das Wort Gottes rednerisch gebraucht, sondern nur, Gottgläubig, so heißt es, ist nicht, wer das Wort Gottes rednerisch gebraucht, sondern nur, wer mit diesem hehren Wort den wahren und würdigen Gottesbegriff verbindet, der aber nur rein und unverfälscht erhalten wird, wenn er sich stützt auf den Glauben an Christus. Reiner Christusglaube kann sich nur stützen auf reinen Kirchenglauben und dieser wiederum nur auf den Glauben an den Primat des Bischofs von Rom, des Papstes. Ende Zitat. Und welcher Gedanke mir immer kommt, wenn ich das Wort Primat lese, hatte ich ja bereits vorher gesagt. Hier haben wir wieder
die Jahrhunderte alte Gleichung. Gott, das ist Yahweh, gleich Christus, gleich Kirche, gleich Papst. Doch immer mehr bricht sich die in einem alten Sprichwort verborgene Erkenntnis Bahn. Gott ist überall, außer wo er seinen Statthalter hat. Die Scharen wachsen, die mit Otto Ernst denken und fühlen, der gesagt hat, Zitat, den ihr gefunden und uns aufgedrungen, er ist nicht Gott, doch den wir ratlos suchen, mit ewig nie ermattendem Verlangen und den wir jubelnd ahnen, der ist Gott. Ende Zitat. Und das beendet das zweite Kapitel in dem Buch. Das dritte Kapitel geht eigentlich mehr oder weniger nahtlos über und heißt, in jedem Pfäfflein steckt ein Päpstlein. Das ist ein altes Sprichwort, was im Grunde nichts anderes bedeutet als, der Priester ist auch nur eine Widerspiegelung des Papstes und in jedem Priester steckt ein Papst. Das Bild von Sonne und Mond, wie es Antichrist Innozenz III. Zur Darstellung des Verhältnisses von Kirche und Staat gebrauchte, und nicht vergessen, Innozenz III. War derjenige, der die Inquisition eingeführt hat. Ja? Die Zwei-Schwerter-Theorie Bonifatius VIII. Waren nach den letzten Päpsten doch wohl zu stark betonter Ausdruck mittelalterlich universalistischer Weltanschauung geworden. Daher suchten sie nach neuen, modernen Formulierungen, die als Tarnung natürlich dasselbe besagten. Und hier haben wir Beweis von dem Autoren schriftlich festgehalten, dass die römisch-katholische Kirche immer dasselbe ist. Sie verpackt nur alten Wein in neue Schläuche. So heißt zufälligerweise die im Augenblick letzte Sendung, die wir gemacht hatten, der modernen Kriege, alter Wein in neuen Schläuchen, die am 31. Mai veröffentlicht wird oder wurde, weil dieses Video kommt nach dem 31. Mai raus. Von daher, schaut euch das mal an. Aber ist doch interessant, wie die Dinge alle so zusammenfallen, auch in meinen Lesungen. Deswegen muss ich immer auf bestimmte Momente warten, wenn mir bestimmte Lesungen oder Ideen darüber eingegeben werden und sage ich so, jetzt lese ich das, weil dann fällt das alles so zusammen, wie ich das selber gar nicht zusammen machen könnte. Das ist Gott, der dafür sorgt, dass der Heilige Geist, der dafür sorgt, dass diese Lesungen eine vernünftige Reihenfolge haben und dass gelesen wird, was gelesen wird, wann es gelesen wird. Also, nochmal. In jedem Pfäfflein steckt ein Päpstlein. Das Bild von Sonne und Mond, wie es Innozenz III. Zur Darstellung des Verhältnisses von Kirche und Staat gebrauchte, ne? Die Kirche ist wie die Sonne, die ihr Licht gibt an den Staat, das große Licht an das kleine Licht und das große beherrscht das kleine, nochmal eben zur Erinnerung gerufen. Die Zwei-Schwerter-Theorie, Bonifatius VIII., ne? Das geistige Schwert und das weltliche Schwert, waren den letzten Päpsten doch wohl zu stark betonter Ausdruck mittelalterlich universalistischer Weltanschauung geworden. Also, hier geht der Autor im Grunde ein wenig auf das ein, was der deutsche Kaiser Wilhelm II. Dem Antichristen Papst Leo XIII. Geantwortet hat, als er meinte, Deutschland müsse das Schwert der römisch-katholischen Kirche werden und der Kaiser eingewandt hat, aber Papst, wir leben doch nicht mehr im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Die Zeiten haben sich doch geändert. Da geht der Autor hier jetzt auch drauf ein. Daher suchten sie nach neuen, modernen Formulierungen, die als Tarnung natürlich dasselbe besagt. Mit anderen Worten, die römisch-katholische Kirche verändert sich nicht, sie verändert ihre Politik nicht, sie ist immer noch der Meinung, dass das Verhältnis zwischen Kirche und Staat genauso ist wie das Verhältnis zwischen Sonne und Mond, so zumindest wie es hier aus Sicht der römisch-katholischen Kirche dargestellt und gelehrt wird. Oder die Zwei-Schwerter-Theorie von Bonifatius VIII., wir sprechen ja immerhin über 1302, das heißt Beginn des 14. Jahrhunderts, die Ansichten der Kirche, die Politik der Kirche, die Absichten der Kirche, die Taten der Kirche, die Ziele der Kirche haben sich nie geändert. Sie werden nur mit neuen, modernen Formulierungen als Tarnung vor denjenigen, die sich damit beschäftigen oder nicht damit beschäftigen, verborgen. Diejenigen, die sich damit beschäftigen, die haben es begriffen. Aber die meisten beschäftigen sich ja da nicht mit. Und denen wird dann eben alter Wein in neuen Schläuchen serviert. Der Autor fährt fort und sagt, sie fanden sie in der Lehre von der direkten und indirekten Gewalt.
Auch diese lehrt den Vorrang und das Vorrecht der priesterlichen Gewalt vor der weltlichen, in dem Sinne, dass die letztere der ersteren unterstellt ist, wenn auch nur in Anführungszeichen indirekt. Zwischen Anführungszeichen direkte Gewalt hat die Kirche nur über die Seelen. Aber es gibt kein, zwischen Anführungszeichen, ewiges Heil, dem sich nicht alle irdischen Dinge zu unterstellen hätten. Direkt darf der Papst in die irdischen Dinge nicht hineinreden, aber indirekt mit Rücksicht auf die ewige Seligkeit. Die praktische Wirkung ist dieselbe. Je weniger Menschen nun Lust verspüren, das Diesseits mit einem Wechsel auf das Jenseits zu bezahlen, je mehr die Lust am kämpfenden Leben in der schönen Welt steigt, je geringer die Sehnsucht nach einem unbewiesenen und unbeweisbaren, wenn auch mit glühendster Fantasie gemalten Jenseits ist, umso stärker sinkt naturgemäß der Einfluss derer, die das Jenseits predigen, um recht bequem im Diesseits leben zu können. Daher muss ihnen allen, nicht nur dem Papst, eine höhere Macht und Würde zugeschrieben werden, müssen auch die Bischöfe und besonders die Priester, die am meisten mit den breiten Massen in engste Berührung kommen, in gewissem Sinne teilhaben an den Ansprüchen des Papstes. Sie sind ja alle Träger der päpstlichen Gewalt, die vor der weltlichen geht. Die priesterliche Gewalt bildet den Anfang an die Grundlage der hohen priesterlichen des Papstes. Der Pontifex Maximus ist ohne Sacerdotium, der Oberpriester ohne Priestertum, eben nicht denkbar. Zunächst werden die Rangnächsten nach dem Papste, die Bischöfe, herausgehoben. Auf dem Konzil von Trient heißt es in der 23. Sitzung im Kanon, § 8, Zitat: Wenn jemand sagt, die Bischöfe, welche durch die Obergewalt des römischen Papstes erwählt werden, seien nicht rechtmäßige und wirkliche Bischöfe, sondern menschliches Scheinwerk, der sei verflucht. Ende Zitat. Es muss unter den Bischöfen vor dem Trientiner Konzil auch vernünftige Menschen und gemütliche, leutselige Herren gegeben haben, die nicht immer von Würde strotzten und beim kleinsten Stich patzten. Diesen schreibt das Konzil in der 25. Sitzung im 17. Kapitel eine weniger sanfte als eindringliche Mahnung ins Stammbuch. Zitat: Die Bischöfe sollen ihre Würde durch Sittenstrenge geltend machen und sich nicht mit unwürdiger Herablassung gegen königlich Bedienstete, Beamte oder Adlige benehmen. Die Heilige Versammlung, also das ist das Konzil von Trient, kann nicht umhin, es schwer zu beklagen, dass sie vernahm, wie einige Bischöfe ihres Standes vergessend die hohe priesterliche Würde entehren, indem sie sich gegen königliche Bedienstete, Beamte und Adlige in und außer der Kirche mit einer unziemlichen Herablassung benehmen und gleich den niedersten Dienern des Altars allzu unwürdig nicht nur den Vortritt lassen, sondern auch persönlich denselben dienen. Deshalb verabscheut die Heilige Versammlung, also das Konzil von Trient, dieses und ähnliches, erneuert alle heiligen Kanones, allgemeinen Konzilien und anderen apostolischen Satzungen, welche Bezug haben auf den Anstand und Wichtigkeit der bischöflichen Würde, und befiehlt, dass die Bischöfe für die Folge sich von derartigem enthalten, indem sie ihnen aufträgt, dass sie sowohl in der Kirche als außerhalb ihren Rang und ihre Weihe vor Augen haben und allerwärts gedenken sollen, dass sie Väter und Hirten sind. Den übrigen aber, sowohl Fürsten als allen anderen, dass sie denselben, also den Bischöfen, mit väterlicher Verehrung und schuldiger Hochachtung begegnen sollen. Ende Zitat.
Diese Mahnung aus dem 16. Jahrhundert hat nachhaltig bis heute gewirkt und die Steigerung erfahren, dass sich die Bischöfe so langsam auch in weltlichen Dingen als Vorgesetzte fühlten. Ein Beispiel aus der neuen deutschen Geschichte bildet der Lehrerkonflikt des Jahres 1910 in Elsaß-Lothringen. Die Bischöfe dort wollten die katholischen Lehrer zwingen, statt dem paritätischen deutschen, dem katholischen Lehrerverein beizutreten. Staatssekretär Zorn von Bulach verwehrte ihnen öffentlich diesen Eingriff in die staatlichen Befugnisse und das Staatsbürgerrecht der Lehrer. In Angelegenheiten nicht kirchlicher Art hätten Beamte und Lehrer nur von ihren Vorgesetzten Weisungen entgegenzunehmen. In seiner Erwiderung hierauf entwickelte Bischof Fritzen aus Straßburg einen Standpunkt, der für die Art höchst charakteristisch ist, wie die römisch-katholische Kirche zu den öffentlichen Beamten sich stellt. Er dehnte das vermeintliche Aufsichtsrecht der Bischöfe nicht bloß auf die Lehrer, sondern auch auf die katholischen Beamten überhaupt aus, die nicht nur den staatlichen Vorgesetzten, sondern vermöge der Glaubenspflichten nebst dem ihren kirchlichen Vorgesetzten unterstellt seien. Sonach beansprucht die Papstkirche ein Aufsichtsrecht über den katholischen öffentlichen Beamten schlechthin, auch in nichtkirchlichen Dingen. Der katholische Beamte hat also nicht nur staatliche, sondern nebst dem auch kirchliche Vorgesetzte. Nach dieser unwürdigen Zumutung sollten besonders die Volksschullehrer grundsätzlich zu Gehilfen des Pfarrers degradiert werden. Also zu Altarkindern hier! Altardiener werden hier die Lehrer gemacht. Und die Lehrer sind diejenigen, die unsere Kinder ausbilden. Capisce? Ist doch nicht so schwer. So macht man das. Sie haben angefangen mit dem Ratio Studiorum Anfang des 17. Jahrhunderts, die Jesuiten, haben das Curriculum, also die Schulbücher geschrieben und alles drum und dran. Und jetzt weiten Sie Ihre Macht noch weiterhin darauf hinaus aus, dass Sie sagen, ein Beamter ist nicht nur dem Bischof, wenn er katholisch ist, kirchlich unterstellt, sondern er ist ihm auch in seiner weltlichen Funktion unterstellt. Also, Entschuldigung, jetzt habe ich hier einen kleinen Hiccup. Nach dieser unwürdigen Zumutung sollten besonders die Volksschullehrer grundsätzlich zu Gehilfen des Pfarrers degradiert werden. Wenn aber jeder Grundschullehrer ein Gehilfe des Pfarrers ist oder ein Untertan des Pfarrers ist, um es jetzt mal mit anderen Worten zu sagen, dann ist doch im Grunde nicht der Lehrer und der Staat der oder diejenige, die die Ausbildung machen, sondern ist es doch die Kirche, ne? Versteckt natürlich, weil das sagt einem ja keiner. In diesem Punkte haben nebenbei gesagt, sagt der Autor, die evangelischen Stiefbrüder von ihrer sonst nicht so sehr geschätzten Konkurrenz gelernt. Für jeden gläubigen Katholiken ist unstreitig der Augenblick der höchsten seelischen Erhebung, der Empfang der Kommunion, das heißt des Abendmahls, ja, der Eucharistie, da nach katholischer Lehre in der geweihten Hostie Christus wahrhaft, wirklich und wesentlich, mit Fleisch und Blut, mit Leib und Seele, mit Gottheit und Menschheit gegenwärtig ist. Wobei wir ja wissen, dass die römisch-katholische Kirche die Lehre der Trinität vertritt, Jesus Christus ist Gott. Also ist er nicht nur Fleisch und Blut, Leib und Seele, sondern eben auch seine Göttlichkeit und seine Menschlichkeit drin in diesem Brot. Ich gehe jetzt auf die Trinitätsdiskussion hier nicht ein, da könnt ihr auf meinem Hauptkanal die Lesung verfolgen. Ja, sollte Gott gesagt haben, da wird damit sich ja beschäftigt. Aber die römisch-katholische Kirche lehrt das eben und wir sehen eben auch hieran, dass die römisch-katholische Kirche etwas absolut Unbiblisches lehrt. Selbst mit der Eucharistie.
Weil ich annehmen muss, dass Christus Gott ist. Weil es ist ja die Gottheit von Jesus, genau wie die Menschlichkeit von Jesus, durch die Transsubstantiation, durch die Eucharistie, durch die Transsubstantiation, also durch die Wesensveränderung, was ja Transsubstantiation ist, durch die Wesensveränderung ist dieses Brot in die Gottheit verändert. Also Fleisch und Blut, Leib und Seele, Gottheit und Menschheit. So wenig uns hier das Dogma an sich interessiert, mich ein bisschen mehr, deswegen der Kommentar, so ist es begreiflich, dass ein tiefgläubig frommer Katholik in diesem Augenblick nur an das Göttliche denkt, wie er es sieht und wie er gelehrt wurde. Aber nicht an Äußerlichkeiten, weil Äußerlich ist immer noch Brot, ne? Sollte er aber nun einmal das, zwischen Anführungszeichen, Glück haben, von eines Bischofs Hand die Hostie zu erhalten, so muss er wissen, dass äußerliche Menschenverehrung noch nicht ganz so unwichtig ist. Denn vor dem Empfang der Hostie muss er den Ring an des Bischofs Hand, die den Heiland hält, küssen. Dem Verfasser ist als jungen Menschen geschehen, dass er bei einer solchen feierlichen Gelegenheit nicht an diese Vorschrift dachte, bis ihm diese dadurch etwas derb in Erinnerung gebracht wurde, dass ihn der Bischof recht unsanft seinen kostbaren großen Saphirring ins Gesicht trieb. Natürlich war die Andacht dahin. Die einschlägige Bestimmung findet man in einem dickleibigen Lexikonband, der die Ritualvorschriften enthält. Zitat: Wenn ein Bischof die Kommunion spendet, müssen alle, welche kommunizieren, vor dem Empfang der heiligen Kommunion die Hand des Bischofs küssen. Welche Vorstellung der schlichtgläubige Mensch hierbei von dem Verhältnis zwischen Gott und Mensch erhält, muss ihm allein überlassen werden. Er wird umso eher damit fertig, je tiefer er von der Würde des Priestertums überzeugt ist. Also mit anderen Worten, je mehr ich davon überzeugt bin, dass der Priester tatsächlich die Möglichkeit hat, mit seinen fünf magischen Worten Hoc est corpus enim meum, Jesus Christus aus dem Himmel in das Brot zu holen und das mit Blut, Fleisch, Leib, Seele, Göttlichkeit und Menschlichkeit, je mehr ich das glaube, desto leichter werde ich davon fertig, weil dann gebe ich dem Priester die Würde, die der Priester von mir verlangt, dass ich sie ihm gebe. Anders als biblische Lehre natürlich. Also, er wird umso eher damit fertig, je tiefer er von der Würde des Priestertums überzeugt ist. Und dafür hat man ja genügend gesorgt. Antichrist Papst Gregor der Siebte, Hildebrand, in seiner Bulle Quod ad perferendos vom 15. März 1081 und Antichrist Gregor der Neunte in seiner Bulle Si Memoriam Beneficiorum vom 23. Oktober 1236 prägen beide in wortwörtlicher Übereinstimmung den Satz, Zitat: Wer könnte zweifeln, dass die Priester Christi als Väter und Lehrer der Könige, der Fürsten und aller Gläubigen anzusehen sind? Ende Zitat. Der, und jetzt füge ich die Anführungsstriche oben unten zu, gute Thomas von Aquin geht gleich einen gründlichen Schritt weiter, wenn er sagt, Zitat: Soweit der Priester der Mittler zwischen Volk und Gott ist, muss er Engel heißen. Ende Zitat. Diese feste dogmatische Untermauerung findet die Würde des Priestertums im Konzil von Trient. In der 23. Sitzung dieses Konzils heißt es in Kanon 3, Zitat: Wenn jemand sagt, die Priesterweihe oder die heilige Weihe sei nicht wahrhaft und eigentlich ein von Christus, dem Herrn, eingesetztes Sakrament, oder sie sei nur eine menschliche Erfindung, erdacht von Männern, die in kirchlichen Dingen unkundig sind, oder sie sei nur ein frommer Brauch, um Diener für das Wort Gottes und für die Sakramente zu erwählen, der sei verflucht. Ende Zitat.
Wenn jemand sagt, die Priesterweihe oder heilige Weihe sei nicht wahrhaft und eigentlich ein von Christus, dem Herrn, eingesetztes Sakrament. Jetzt mal eben die Frage an meine bibeltreuen Zuschauer. Wo in der Bibel setzt Christus eine Priesterweihe als Sakrament ein? Ich habe das in der Bibel nicht gelesen. Und es ist nicht, weil ich nicht die ganze Bibel gelesen habe. Es ist, weil wir nach der Bibel, wenn wir in Jesus Christus glauben, und zwar den Christus der Bibel und nicht den Christus der römisch-katholischen Kirche, dass wir alle Priester sind. Oder wie Martin Luther damals gesagt hat, wir sind alle kleine Päpste. Ja? Wobei jetzt natürlich das mit ein wenig Humor zu verstehen ist. Ne? Aber wir brauchen keine Priesterhierarchie. Wir brauchen keine Priesterschaft mehr. Es gibt einen Hohepriester. Lest mal das Buch der Hebräer, das Buch der Hebräer. Es gibt einen Hohepriester, der ist Jesus Christus. Und wir alle sind nicht nur seine Schafe, sondern wir sind auch seine Priester unter ihm, die dafür sorgen, dass wir das Wort, das Evangelium in die Welt hinaustragen. Die Priesterschaft, wie sie im Alten Testament war, die Leviten, die gibt es nicht mehr. Aber da setzt sich die römisch-katholische Kirche mit ihrer eigenen Tradition drüber hinweg. Weil in der römisch-katholischen Kirche ist ja die Tradition der Kirche wichtiger als die Schrift. Da hatten wir ja schon in der Vergangenheit drüber gesprochen. Also, die machen sich die Gesetze so, wie es ihnen gefällt. Oder wie Pippi Langstrumpf sagt, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Genau das Gleiche. Wenn jemand sagt, die Priesterweihe oder die heilige Weihe sei nicht wahrhaft und eigentlich ein von Christus, dem Herrn, eingesetztes Sakrament, zwischen Anführungszeichen, beweise mir das bitte mit der Bibel, oder sie sei nur eine menschliche Erfindung, das ist, was ich hier behaupte, erdacht von Männern, die in kirchlichen Dingen unkundig sind, oder sie sei nur ein frommer Brauch, um Diener für das Wort Gottes und für die Sakramente zu erwählen, der sei verflucht. Ja, das Konzil von Trient verflucht mich in diesem Punkt auch, weil ich das nicht glaube, weil ich das nicht bestätigt sehe in der Heiligen Schrift, weil ich das nicht lese in der Bibel, dass Jesus Christus ein, zwischen Anführungszeichen, Sakrament einsetzt, der heiligen Weihe, der Priesterweihe. Das steht nicht in der Bibel. Punkt aus. Aber in Kanon 4 fährt dann das Konzil von Trient fort und sagt, Zitat, wenn jemand sagt, durch die heilige Weihe werde der Heilige Geist nicht mitgeteilt, und die Bischöfe sprechen darum vergeblich, empfange den Heiligen Geist, oder durch dieselbe werde nicht ein Charakter eingeprägt, oder der, welcher einmal Priester war, könne wieder Laie werden, der sei verflucht. Ende. Zitat Kanon 4. Die praktische Erklärung gibt der im Auftrag des Konzils herausgegebene Katechismus Romanus im zweiten Teil, Band 7, Hauptstück, Kapitel 2. Zitat. Es gibt auf Erden keine erhabenere Würde als den Priesterstand. Zuerst muss daher den Gläubigen dargelegt werden, wie groß der Adel und die Erhabenheit dieses Standes sei. Wenn wir nämlich seine höchste Stufe, das ist das Priestertum, betrachten. Denn da die Bischöfe und Priester gleichsam Gottes Dolmetscher und Botschafter sind, deswegen nennt man sie auch Engel, füge ich eben hinzu, wie gerade kurz vorher ja gelesen, ne, dass man sie als Engel betrachten muss. Ein Engel ist nichts anderes als ein Botschafter, ja, ein Gesandter oder einer, der die Botschaft Gottes vorträgt. Im Alten Testament wird das deutlich genug oder in dem Gesetz und den Propheten, ja. Denn da die Bischöfe und Priester gleichsam Gottes Dolmetscher und Botschafter sind, welche in seinem Namen die Menschen das göttliche Gesetz und die Lebensvorschriften lehren und die Person Gottes selbst auf Erden vertreten, so ist offenbar ihr Amt ein solches, dass man sich kein höheres ausdenken kann. Daher sie mit Recht nicht nur Engel, sondern auch Götter genannt werden, weil sie des unsterblichen Gottes Kraft und Hoheit bei uns vertreten. Wiewohl sie aber zu jeder Zeit die höchste Würde behauptet haben, so stehen doch die Priester des neuen Bundes allen übrigen an Würde
weit voran. Denn die Gewalt, sowohl den Leib und das Blut unseres Herrn zu wandeln und zu opfern, als auch Sünden nachzulassen, welche ihnen übertragen ist, übersteigt selbst die menschliche Vernunft und Fassungskraft, geschweige denn, dass etwas ihr Gleiches oder Ähnliches auf Erden gefunden werden könnte. Von den zu so hoher Würde Erhobenen wird natürlich auch einiges verlangt. Reinheit des Lebens und der Sitten in Kapitel 31 und Kenntnisse Kapitel 32. Aufschlussreich ist besonders das Kapitel 33, warum auch nicht, das ist ja eine wichtige Nummer, das davon handelt, Zitat, welche zur Würde des Priestertums nicht zuzulassen seien. Da lesen wir gleich von. Nur noch mal eben kurz in den gerade eben gelesenen Absatz mit reingehen. Wir lesen hier, dass also ein Priester nicht nur ein Engel ist, ein Botschafter Gottes, ja, sondern dass sie eben auch Gott gleich sind. Daher sie mit Recht nicht nur Engel, sondern auch Götter genannt werden. Aber nur die Priester, nicht jeder einzelne Mensch. In der Bibel steht geschrieben, es gibt weder Jude noch Heide, also Grieche. Ja? Es gibt weder Jude noch Grieche. In Christus sind wir alle gleich. Wo in der Bibel steht denn geschrieben, dass es einen Priesterstand gibt, der diese Gleichheit übersteigt? Ist die Bibel Farm der Tiere, wo die Schweine die Macht ergreifen und den Grundsatz, alle Tiere sind gleich, verändern und zu sagen, aber manche Tiere sind gleicher als andere? Genau das macht die römisch-katholische Kirche hier. Und wer das nicht erkennt, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Das ist vollkommen unbiblisch, was hier aus Sicht der römisch-katholischen Kirche gelehrt wird. Also auch wenn ich jetzt einige damit vielleicht langweile, die es begriffen haben, ich möchte den Absatz doch nochmal lesen, dass ihr das bitte gut zuhört. Und wenn man manche Dinge zweimal oder dreimal liest, versteht man es ja auch manchmal beim zweiten oder dritten Mal besser. Ihr könnt es auch selbst lesen, das Buch steht ja auf meiner Archive-Bibliothek, aber ich lese es nochmal. Es gibt auf Erden keine erhabenere Würste als den Priesterstand. Wo steht das in der Bibel? Weiter. Zuerst muss daher den Gläubigen dargelegt werden, wie groß der Adel und die Erhabenheit dieses Standes sei. Wenn wir nämlich seine höchste Stufe, das ist das Priestertum, betrachten. Denn da die Bischöfe und Priester gleichsam Gottes Dolmetscher und Botschafter sind, welche in seinem Namen die Menschen das göttliche Gesetz und die Lebensvorschriften lehren und die Person Gottes selbst auf Erden vertreten, so ist es offenbar ihr Amt ein solches, dass man sich kein höheres ausdenken kann, daher sie mit Recht nicht nur Engel, sondern auch Götter genannt werden. Weil sie, also diese Priesterkaste, nenne ich es jetzt mal, sie des unsterblichen Gottes Kraft und Hoheit bei uns Normalsterblichen vertreten. Wiewohl sie aber zu jeder Zeit die höchste Würde behauptet haben, so stehen doch die Priester des neuen Bundes allen übrigen an Würde weit voran. Also alle sind gleich, aber manche sind gleicher als gleich. Denn die Gewalt, sowohl den Leib und das Blut unseres Herrn zu wandeln, ne, das ist ja eine Macht, die nur dem Priester gegeben ist, mit der Transsubstantiation, mit den magischen Worten Hoc est corpus enim meum, übersteigt selbst die menschliche Vernunft und Fassungskraft. Kein Mensch kann es begreifen, dass dieses Brot auf einmal im Wesen verändert ist in tatsächlich Fleisch und Blut, Göttlichkeit und Menschlichkeit, Leib und Seele Jesu Christi. Kann kein Mensch fassen. Es ist ein Mysterium, es ist ein Geheimnis. Ist denn Gott, Jahwe, unser Vater, der Gott der Geheimnisse? Ist denn Jahwe der Gott der Verwirrung? Oder ist das ein anderer? Sowohl den Leib und das Blut unseres Herrn zu wandeln und zu opfern. Jesus Christus war das letzte, einzige vom Vater akzeptierte Opfer.
Und hier wird immer wieder und wieder geopfert. Was heißt das? Die römisch-katholische Kirche und das Priestertum akzeptiert nicht das Opfer Jesu Christi vor 2000 Jahren in der Mitte der 70. Woche von Daniel. Wo ganz klar drin steht, er wird alle Opfer und Speisopfer aufhören lassen. Alle aufhören lassen. Und die machen hier lustig weiter. Das heißt, sie akzeptieren Jesus Christus nicht. Das heißt, sie lehren einen anderen Jesus. Kommt heraus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und dass ihr nicht empfangt von ihren Plagen, denn Gott hat sich ihrer Sünden erinnert. Es übersteigt selbst die menschliche Vernunft und Fassungskraft, geschweige denn, dass etwas ihr Gleiches oder Ähnliches auf Erden gefunden werden könnte. Wie gesagt, hört es euch vielleicht ein paar Mal an, lest es vielleicht ein paar Mal selbst und lasst mich dann in den Kommentaren wissen, zu welchem Verständnis ihr kommt. Ist das dasselbe, was ich euch hier erkläre, oder ist das ein anderes Verständnis? Da bin ich aber gespannt, was auf Basis der Bibel ein anderes Verständnis sein kann, als das, was ich hier gerade zum Besten gegeben habe. Aber jetzt werden wir uns in dem Buch weiter beschäftigen mit dem nächsten Punkt, den ich gerade eben schon angefangen hatte. Der da lautet, von den zu so hoher Würde erhobenen, also dieser Priesterkaste, wird natürlich auch einiges verlangt. Reinheit des Lebens und der Sitten. Da kann ich euch nur anraten, besorgt euch mal das Buch von Gomorra. The Book of Gomorra wurde von einem Heiligen der römisch-katholischen Kirche, einem späteren Doktor der römisch-katholischen Kirche, Peter Damian, im 11. Jahrhundert geschrieben und messt dann das, was der ans Licht bringt, daran, was hier steht, Reine des Lebens und der Sitten, Kapitel 31. Da lacht man sich scheckig. Und Kenntnisse, Kapitel 32. Aufschlussreich ist besonders das Kapitel 33, das davon handelt, welche zur Würde des Priestertums nicht zuzulassen sind oder seien. Also lesen wir mal eben. Wer kann denn kein Priester werden? Kindern und Rasenden oder Wahnsinnigen ist dieses Sakrament nicht zu erteilen, weil sie des Vernunftgebrauchs entbehren. Wiewohl fest zu glauben ist, dass, wenn es ihnen gespendet würde, auch in ihre Seele der Charakter des Sakraments eingedrückt würde. Ausgenommen sind auch die Leibeigenen. Denn es darf niemand dem göttlichen Dienste geweiht werden, welcher nicht sein eigener Herr, sondern in eines anderen Gewalt ist. Auch Bastarde und alle jene, welche nicht aus rechtmäßiger Ehe erzeugt sind. Es ziemt sich, dass die, welche sich dem Heiligtume weihen, nichts an sich haben, weshalb sie von anderen mit Recht verachtet und gering geschätzt werden könnten. Endlich können auch jene nicht zugelassen werden, welche durch irgendein auffallendes körperliches Gebrechen missgestaltet oder verstümmelt sind. Denn eine solche Hässlichkeit oder Verkrüppelung erregt teils Anstoß, teils hindert sie notwendigerweise in der Spendung der Sakramente. Ende Zitat. Dieses Kapitel stellt eine ausgesprochene Absenderung der Besten im ausschließlichen Dienst der Kirche dar. Eine Auslese, die nur der Kirche zugutekommt, da die ausgewählten Priester ihre guten körperlichen und geistigen Eigenschaften nicht weitergeben können, sich nicht fortpflanzen dürfen. Zölibat, ne? Dieses Kapitel sollte sich der Heilige Vater recht genau durchlesen, bevor er Kundgebungen gegen die Rassegesetze des deutschen Volkes erlässt. Auch das nächste Kapitel, welches von den vorzüglichsten Wirkungen dieses Sakraments handelt, ist äußerst lehrreich. Zitat. Moment. Schluck Wasser zwischendurch. Nach diesen Erklärungen erübrigt aber noch, dass die Hirten lehren, welches die Wirkungen dieses Sakraments seien. Es steht aber fest, dass, obschon das Sakrament der Weihe, wie oben gesagt, vorzüglich auf den Nutzen und die Zierde der Kirche abzielt, es dennoch auch in der Seele dessen, welcher geweiht wird, die Gnade der Heiligmachung bewirkt.
durch welche er tauglich und fähig gemacht wird zur rechten Verwaltung seines Amtes und Spendung der Sakramente. Ende Zitat. Selten spricht Rom so offen aus, dass der Priester aus aller Umgebung herausgehoben und fast vergöttlicht wird. Zuallererst zum Nutzen und zur Zierde der Kirche. Den Einzelnen wird das höchste Menschenglück, eine eigene Familie, vorenthalten. Der Volksgemeinschaft werden tausende erbgesunder junger Männer entzogen, die Volk und Vaterland blühenden, gesunden Nachwuchs schenken könnten. Omnia ad majorem Dei gloriam, das heißt alles zur größeren Ehre Gottes, ließ der Kirche. Wir wissen ja, ad majorem Dei gloriam ist ja das Motto der Jesuiten. Ebenso deutlich findet man mit denselben Gründen nur noch ausführlicher die Ehelosigkeit der Priester, den Zölibat verteidigt und befürwortet in dem großen dreibändigen Lehrbuch der Dogmatik vom Professor Dr. Pohle, das als Lernbuch in den Händen zahlloser katholischer Theologen ist. Es heißt dort, in diesem Buch, der Lehrbuch der Dogmatik von Professor Dr. Pohle, Zitat: Auch an den äußeren Vorteilen ist die Ehelosigkeit der Geistlichen reich. Zunächst für die Kirche, denn die Braut Christi will und muss frei sein, aller beengenden Staatsfesseln los und ledig. Sie ist es aber zum großen Teil nur durch den Zölibat ihrer Amtsdiener. Ein beweibter Klerus hat weder die Macht noch den Willen, der Knechtung der Kirche sowie der Versuchung zum Nepotismus im Interesse der Kinderversorgung dauernden und erfolgreichen Widerstand zu leisten. Auch dem Klerus kommt seine eigene Ehelosigkeit zugute, denn dadurch wächst sein Einfluss, seine Leistungsfähigkeit, sein Ansehen. Nur außerhalb des Ehejochs vermag er für Kirche und Staat erzpriestliches, ja, Großes zu leisten. Er hat Sorgen und Leiden genug ohne Familie. Die Pfarrkinder sollen seine Kinder sein, deren geistiges und leibliches Wohl seine ganze Tageskraft in Anspruch nimmt. Endlich schaut das gläubige Volk zum unverehelichten Geistlichen mit höherer Hochachtung und Ehrfurcht hinauf. Es beichtet ihm mit größerem Vertrauen und lernt von ihm den Idealismus der christlichen Lebensanschauung. Das sind so große Vorteile, dass etwaige Ärgernisse, welche die Chronik skandalös leider ab und zu liefert, ihnen gegenüber nicht in die Waagschale fallen, zumal selbst die Ehe kein unfehlbares Schutzmittel gegen sittliche Verirrungen und Verfehlungen darbietet. Ende Zitat. Mein erster Kommentar hierzu ist, dass dieser Professor Dr. Pohle ganz sicher ein ganz kräftiger Student war der Morallehre von Alfonso Liguori. Und diejenigen, die meine Videos schauen, die wissen, worauf ich hier jetzt anspiele. Aber nochmal eben zum Anfang dieses Zitats zurück. Da war eine sehr, sehr wichtige Sache, die ich doch ganz kurz kommentieren möchte. Auch an äußeren Vorteilen ist die Ehelosigkeit der Geistlichen reich. Zunächst für die Kirche, denn die Braut Christi will und muss frei sein. So, die Braut Christi, das heißt, nach Ansicht der römisch-katholischen Kirche, ist die Braut Christi nicht ein jeder, der Christus folgt, sondern nur diejenigen, die nicht Laien sind, die im Klerus sind, die in der Hierarchie der Kirche eine Funktion haben. Nur die römisch-katholische Kirche ist die Braut Christi. Wieder ein ganz großer Unterschied zur Lehre der Bibel. Deswegen will ich da nochmal eben drauf drücken. Natürlich sagt die römisch-katholische Kirche, du musst zu uns gehören und dann gehörst du mit zur Braut. Aber die Bibel sagt ganz klar, wenn du ein Folger Jesu Christi bist, dann bist du
ein Heiliger und dann bist du ein Teil der Braut Christi. Weil seine Kirche, Jesus Christus, wahre Ekklesia, sind seine Folger, sind diejenigen, die seine Gebote halten und die ihm folgen. Und nicht welche, die in irgendeiner Kirche organisiert sind. Und deswegen war mir das wichtig, diesen Punkt nochmal eben vorzulesen. Der Autor fährt fort und sagt, zunächst hat wieder nur die Kirche den Nutzen. Sie besitzt durch den Zölibat ein schlagfertiges, einem überstaatlichen Oberhaupt verpflichtetes Führerkorps in den Völkern und Staaten. Und wenn es sein muss, gegen diese. Hallo? Nochmal. Die römisch-katholische Kirche besitzt durch den Zölibat ein schlagfertiges, einem überstaatlichen Oberhaupt verpflichtetes Führerkorps in den Völkern und Staaten, in denen sie ist, wenn es sein muss, auch gegen diese Staaten. Hier sagt der Autor mit anderen Worten genau das, was ich bereits gesagt habe über die sogenannte fünfte Kolonne. Jeder römische Katholik, der seine Treue dem Papst schwört, der seine Treue der römisch-katholischen Kirche schwört, ist ein Feind des Staates, in dem er lebt, weil er seine Treue nicht dem Staat gibt, sondern einem fremden Führer, demjenigen in Rom, der sich selbst zum Führer ernannt hat, der sich selbst zum Stellvertreter Christi hier auf Erden gemacht hat, der sich selbst dadurch Gott auf Erden nennt, weil in seiner falschen Lehre Jesus Christus Gott ist. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Absatz, der hier jetzt besprochen wird. Und da wird zum Ende kommen, beinahe bei einer Stunde sind, denke ich, wir werden uns diesen Absatz nächstes Mal vornehmen und durchlesen und bearbeiten. Ja? Aber ganz, ganz wichtig, dass wir verstehen, dass die Kirche durch das Zölibat ein schlagfertiges, einem überstaatlichen Oberhaupt verpflichtetes Führerkorps in den Völkern und Staaten besitzt. Und wenn es sein muss, dann hat sie damit dieses Führerkorps auch gegen den Staat. Und dann werden halt Regime-Changes durchgeführt. Also mit anderen Worten, Veränderungen der Regierungsform in dem einen oder anderen Land. Weil es der römisch-katholischen Kirche so passt. Ja, damit beende ich dann für heute die fünfte Lesung oder den vierten Teil. Einleitung und 1, 2, 3, 4. Und wir machen nächstes Mal eine sechste Lesung im fünften Teil dann fort. Und wie gesagt, viele werden jetzt vielleicht verstehen, warum es so wichtig ist, die ganzen vorherigen Lesungen, die ich gemacht habe, auch mal sich angeschaut zu haben oder zumindest die Bücher gelesen zu haben, die ich dort vorgelesen habe, um zu begreifen, wie das alles zusammenhängt. Das Bild schließt sich immer mehr. Oder der Kreis schließt sich immer mehr und das Bild formt sich immer mehr. Das Bild, das wir haben, mit der Bibel im Hintergrund als Wissen vom biblischen, historischen und prophetischen Antichristen, dem Papsttum zu Rom, vom Teufel gestiftet. Bitte, bis zum nächsten Mal, lest eure Bibel. Shalom, Maranatha.